Hallihallo meine Lieben, ganz viele haben mich in letzter Zeit gefragt, wie ich meine Lippen mache und wie einige wissen, übermale ich sie sehr gerne in letzter Zeit und ich mag diesen Look total. Ich finde, bei mir fällt es kaum auf. Ich weiß, dass wenn man in bestimmten Licht guckt und bestimmte Lichtverhältnisse hat, dass es auffällt. Ich möchte vorab noch zwei Sachen sagen und zwar erstens, verwendet, wenn es geht, sehr, sehr matte Produkte, weil dann fällt es weniger auf, dass ihr übermalt, als wenn ihr sehr glänzende Produkte nehmt. Und zweitens, malt bis hierhin auf gar keinen Fall über das Stück, weil sonst fällt es auf und es sieht sehr unnatürlich aus. Falls ihr nochmal ein Video haben wollt mit einem anderen Look, also mit roten Lippen zum Beispiel, mit knallpinken oder sonstigen, dann schreibt mir das doch gerne, dann werde ich das auch noch umsetzen. Aber ich dachte mir daher, dass dieser Look immer angefragt wurde, werde ich den abdrehen, weil ich den in letzter Zeit jeden Tag trage. Und sehr zufrieden damit bin und mich freue, euch ihn zeigen zu können. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Tutorial. So, meine Lieben, das ist jetzt das Tutorial. Ihr werdet jetzt nur noch meine Lippen sehen, weil ich sie jetzt mit euch nachzeichnen werde. Die drei Stifte, die ich immer benutze, sind diese hier. Mich fragen so unendlich viele, was ich benutze und das ist es. Und zwar einmal der Lip Liner von Essence in the Nude, das ist die Nummer 11. Dann einmal den Lip Liner von Essence, die 06 Satin Mauve und den von Catrice. Hier drauf steht leider keine Nummer mehr, aber es gibt nur einen, der so hell ist von Catrice. Was ihr dann auch noch benötigt, vielleicht, je nachdem, ob ihr es benutzen wollt, ist ein schwarzer Kajal, um die Ecken etwas auszudunkeln. Dann braucht ihr noch euer ganz normales Puder. Ich benutze das von Catrice, das All Matte Plus in der 010 Transparent. Und eure ganz normale Foundation, euer Make-up und das ist bei mir Essence Stay All Day in der Nummer 020. Soft Nude. Zuallererst nehme ich den Lip Liner von Catrice, den ganz, ganz hellen. Legt bitte abends eure Lippen, weil meine sind in letzter Zeit sehr trocken. Also wenn ihr euch darüber wieder beschwert, es tut mir leid, aber ich kann es leider momentan nicht ändern. Wir haben Winter und es ist nun mal so. Dann fange ich an und zeichne meine obere Lippenlinie nach und zeichne etwas drüber und fülle das hier aus und das hier. Und das Allerwichtigste ist, zeichnet nur hier oben drüber. Zeichnet auf gar keinen Fall hier diese Linie über, weil dann sieht es auf jeden Fall fake aus und jeder wird sehen, dass ihr eure Lippen viel zu dolle übermalt. Normalerweise sieht das Ganze so aus mit meiner natürlichen Lippenform und wenn ihr übermalt, sieht das Ganze so aus. Unten könnt ihr überall übermalen, also fast überall. So, wenn eure Lippen dann in etwa so aussehen, nehmt ihr eure Finger und verblendet das Ganze. Und ihr seht, der trocknet sehr aus. Danach nehmt ihr den Lip Liner von Essence, die Nummer 11 in the Nude. Mit dem machen wir dasselbe, nur dass wir fast nicht nach innen kommen. Danach sieht das Ganze so aus. Was ihr auch noch braucht, sind Q-Tips, damit ihr die Ecken, die nicht so sauber gearbeitet sind, dann ausbessern könnt. Der nächste Schritt ist mit der 6 Satin Mauve und damit gehen wir besonders hier außen und oben drüber. So, das ist fast fertig. So, falls ihr denkt, das ist zu übermalt, dann ist es eure Meinung. Ich finde es schön und ich trage es in letzter Zeit so fast jeden Tag. Dann nehmt ihr das Q-Tip und bessert alle Ecken aus. Besonders hier, dass es wirklich eure natürliche Lippenlinie ist, bis hierhin. Und ab hier könnt ihr vergrößern. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr einen ganz kleinen Pumpstoß von eurer Foundation auf euren Handrücken, geht mit dem Pinsel eurer Wahl da rein und dann bessert ihr die Seiten erstmal aus, weil sie etwas gerötet sind und da etwas an Lip Liner dran sein kann.
ja, tupfenden Bewegungen mit eurem Finger aus. Dann nehmt ihr den anderen Pinsel und euer Puder. So, das sieht doch schon mal viel besser aus. Im nächsten Schritt zeichnen wir das Ganze nach und verbessern das Highlight in der Mitte. Danach nehmt ihr euch nochmal euren dunklen Lip Liner und verblendet das Ganze. So, und so schminke ich meine Lippen größer. Ich werde euch jetzt nochmal rauszoomen und dann werdet ihr das Ergebnis besser erkennen und dann sieht es auch nicht so fake aus. Und ja, so ist, wie ich meine Lippen jeden Tag schminke in letzter Zeit. So, meine Lieben, so sieht das Ganze jetzt im fertigen Ergebnis aus, von etwas weiter weg. Und ich finde wirklich, es fällt kaum auf. Ihr müsst es selber entscheiden, es ist eure Sache. Ich weiß, dass es nicht der natürlichste Effekt ist oder sonstiges. Aber bevor ihr eure Lippen aufspritzen lasst oder überhaupt mit der Idee spielt, versucht es doch so zu machen. Und wenn euch das nicht gefällt, könnt ihr es ja immer noch anders machen oder ihr lasst es einfach und zeichnet eure normalen Lippenlinien nach. Aber mir gefällt das Ganze so, also... Ja, das war das Tutorial. Ich hoffe, es war hilfreich. Falls ihr noch Fragen zu irgendwas habt, Videowünsche oder sonstiges, ab in die Kommentare damit. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!